Die Starbucks-Aktie ist gestern nach Veröffentlichung der neuesten Quartalszahlen um fast 16% abgestürzt. Was ist passiert und vor allem ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau ein Kauf? Das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Tietz, ich bin der Gründer des Aktienfinders mit über 115.000 Mitgliedern. Hier geht es ums Investieren in Qualitätsaktien und das langfristige Investieren in Qualitätsaktien. Und bislang galt Starbucks jedenfalls als eine solche. Deshalb das Video finde ich ganz interessant. An der Stelle noch keine Kauf- und Verkaufsempfehlung. Aber jetzt geht es auch schon los. Gehen wir in den Aktienfinder rein und schauen uns gleich den ganzen Schlamassel fundamental an. Wir haben hier die Performance, das ist Year to Date. Und du siehst hier der Kursverlust fast 16%, 15,8% innerhalb eines Tages. Auch mittelfristig hat die Aktie nicht besonders gut performt. Wir sind momentan sogar bei Kursverlusten auf 5-Jahres-Sicht. Das kannst du hier sehen. Man muss schon ein bisschen weiter zurückgehen, zum Beispiel 10 Jahre, bis es wieder ein gutes Investment ist. Und dann haben wir sogar einen Ten-Bagger, wenn man auf 15-Jahres-Sicht geht. Aber das ist natürlich die Frage, ist die Luft jetzt draußen? Schauen wir uns gleich im Detail an, was das Ganze noch interessanter macht, außer die langfristige Kursentwicklung. Ist die Dividende für den einen oder anderen. Wir haben jetzt gerade eine Dividende, die liegt bei genau 3%. Die Dividendenrendite von 3% ist eine Dividendenrendite auf Allzeithoch. Und soweit man Analysten glauben darf, soll ja die Dividende weiter steigen, wenn man noch schaut, ob die Dividende sicher ist. Und man würde dann tatsächlich, wenn es denn so käme, eine persönliche Dividendenrendite, das heißt die Dividendenrendite auf dem aktuellen Einstandskurs bezogen, von über 4% haben im Spätjahr 2026. Also in rund 1,5 Jahren. Also ich denke, das Ganze könnte schon Interesse wecken. Auch wenn wir hier in den Qualitätscheck reingehen, sehen wir langfristig steigende Kurse, langfristig steigende Dividenden. Das scheint soweit alles zu passen. Worum es jetzt eigentlich geht, das ist das hier. Also wir sehen hier im Prinzip bei der Gewinnentwicklung, das ist nämlich den bereinigten Gewinn. Bei der Gewinnentwicklung hier sehen wir jetzt im Prinzip ein Seitwärtslaufen. Das ist eben nicht das, was der Markt erwartet hat, denn langfristig soll eigentlich das Gewinnwachstum so um 15% steigen. Vielleicht die gute Nachricht ist erstmal, dass es Menschen gesagt haben, ja, in der langfristigen Gewinnerwartung von den 15%, da drehen wir nicht. Das halten wir nach wie vor für realistisch. Ob wir es realistisch halten, beziehungsweise der Markt, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber was jetzt erstmal passiert ist, ist, wir haben kein Wachstum oder kaum Wachstum aufs laufende Geschäftsjahr. Das heißt, der Umsatz soll im niedrigen einstelligen Bereich wachsen und der Gewinn soll entweder flach verlaufen oder nur minimal wachsen. Und das ist eben nicht das, was eingepreist war, aber jetzt vielleicht eingepreist ist. Warum ist das so gekommen? Zum einen haben wir die hohe Inflation, fast global, jedenfalls aber schwer in der westlichen Welt, insbesondere in den USA. In den USA wird ja der meiste Umsatz gemacht, das sieht man hier. Fast 3/4 des Umsatzes werden in den USA erzielt. Und die USA ist auch die Cash Cow, beziehungsweise das ist auch Kanada noch mit drin, North America in dem Segment, sieht man hier höhere Margen als im Rest der Welt. Der Rest der Welt, das wäre international oder international auf Englisch. Dann haben wir noch Ungemach, insbesondere jetzt auch durch den Krieg mit Israel, zwischen Israel und Palästina insbesondere, und den Konflikt auch in den anderen Ländern drumherum, zum Beispiel mit dem Iran. Und in diesem Zusammenhang gab es Boykottaufrufe pro-palästinensischer Aktivisten, wenn ich es mal so nennen möchte, weil man so israelfreundlich sei. Das soll auch Umsatz gekostet haben. Und wir hatten auch tatsächlich schlechtes Wetter in der amerikanischen Nordhalbkugel. Der Januar, die Mitte Januar war zu kalt. Danach wurde es dann zu nass. Tatsächlich so, habe ich auch nochmal nachgeguckt. Und das heißt, das soll 3% vom Umsatz gekostet haben in Nordamerika tatsächlich. Wir haben prinzipiell das Problem, was auch verbunden ist mit der Inflation, der Lohnsteigerungen auch in den USA, was auf die Profitabilität geht. Und ganz wichtig, wir haben ein schweres China-Geschäft. Viele westliche Unternehmen tun sich ja momentan in China schwer. Ebenfalls Starbucks, wo Umsätze und Preise sogar, also beides, rückläufig sind. Das heißt, das macht massiv Probleme. Es ist also ein
ganzes Bündel, kann man schon fast sagen, an Problemen, mit denen sich Starbucks momentan konfrontiert sieht, von denen die schwersten Herausforderungen, würde ich mal sagen, also eher so makroökonomischer Natur sind, wo also Starbucks direkt wenig machen kann. Natürlich versuchen sie trotzdem was zu machen. Das heißt, ihr Geschäft zu optimieren, Bedienung, schnellere Bedienung machen, neue Getränke, Ausbau des Snack-Angebots, Verbesserung ihrer App, auch über das Treueprogramm, individualisierte Angebote, die zu öffnen für Gelegenheitsbesuche auch. Theoretisch könnte man auch noch hingehen, habe ich mal gedacht, ist jetzt nicht, es kommt jetzt von mir. Und das Standbein Channel Development mit den höchsten Margen, wo man mit anderen Unternehmen zusammenarbeitet, um die eigenen Produkte quasi außerhalb der Filialen anzubieten, was man macht, schon mit Pepsi und Nestlé. Wo beispielsweise über Nestlé Starbucks Kaffee in Tüten im Supermarkt vertrieben wird. Das könnte man eventuell noch ausbauen, wenn man da eben interessante Partner findet und entsprechende Ideen hat. Wird aber sicherlich nicht jetzt auf die Schnelle gehen, falls sowas überhaupt geplant ist. Theoretisch kann man noch andere Sachen machen, wie einen Delivery-Service, eine Eigenregie. Und was auch noch interessant wäre das was zu tun, was McDonald's schon vor längerem gemacht hat, nämlich sich da, wo die Rentabilität relativ niedrig ist, nämlich in China, sich von den eigenen Filialen zu trennen, zu verkaufen und das Ganze an Franchise-Nehmer zu übergeben. Und das hat ja bei McDonald's gut geklappt. Ich hole mir jetzt mal noch McDonald's rein mit dem Symbol MCD. Hier ist sie auch schon. Und da sieht man dann hier, wie die Umsätze runtergegangen sind, hier von 2014 auf 2019. Im Gegenzug dann aber die Margen gestiegen sind. Und man sieht hier im Endergebnis, hat es den Gewinn gesteigert. War also eine gute Entscheidung gewesen, sich von den meisten der eigenen Filialen zu trennen. Und dasselbe könnte natürlich auch Starbucks tun. Starbucks hat es also im aktuellen makroökonomischen Umfeld relativ schwer mit seinem hochpreisigen Produktangebot. Bislang war es eine Erfolgsstory, jetzt gibt es also Gegenwind. Gucken wir mal, ob die Dividende sicher ist. Das ist bei McDonald's und wir wollten das Ganze ja für Starbucks tun. Und da haben wir hier Starbucks, schauen wir nochmal rein. Und dann gucken wir uns hier den Gewinn an und den freien Cashflow. Und da sieht man hier beides gedeckt, so um die 60% Ausschüttungsquote. Sieht man auch hier oben die Ausschüttungsquote. Der freie Cashflow soll erstmal etwas sinken, bevor er dann wieder steigt, aber die Dividenden sollen weiterhin gedeckt sein. Das Dividendenwachstum bislang recht dynamisch gewesen, mit Tendenz aber, hier sieht man das schön, zur Verlangsamung, war im Schnitt der letzten 5 Jahre noch bei 10,5%. Soll jetzt dann im hohen einstelligen Bereich erstmal sein. Ich habe ja vorhin schon einen kleinen Preview gegeben hier bei Dividendenhistorie, wie die Dividende steigen soll. Kann durchaus sein, dass man hat es sogar für plausibel, dass die Dividende jetzt erstmal weiter steigt, relativ dynamisch im hohen einstelligen Bereich, obwohl das Gewinnwachstum es erstmal nicht hergibt. Die Bilanz hat aber da noch ein bisschen Potenzial. Man sieht es hier auch schön, wenn wir uns angucken, für Dividenden wurden knapp 2,5 Milliarden ausgeschüttet in den letzten 4 Quartalen. Und der freie Cashflow war 4,4 Milliarden hoch, also der hat deutlich höher, von daher auch die Ausschüttungsquote von um die 60%. Das heißt, es waren knapp 2 Milliarden über. Und bevor man an der Dividende knausert, gehe ich davon aus, dass man die Aktienrückkäufe einstellen würde. Das heißt, ich halte die Dividende tatsächlich für sicher und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die erstmal noch relativ dynamisch weiter wächst im hohen einstelligen Bereich, so dass es nicht komplett unrealistisch ist, was ich hier gezeigt habe. Damit es nach hinten raus weiter dynamisch wächst, muss es aber sich bewahrheiten, dass das Gewinnwachstum sich dann wieder beschleunigt, woran ja das Management derzeit auch noch festhält. Gehen wir mal zur Bewertung, das ist natürlich auch ganz wichtig. Nehmen wir hier das bereinigte KGV und dann haben wir hier
momentan um die 20er KGV. Und man sieht, so günstig kam man an die Starbucks-Aktie selten ran, mal hier in 2018. Können wir noch mal ein bisschen erweitern, auf die letzten 15 Jahre dann darunter, muss man schon sehr weit zurückgehen, dass die Starbucks-Aktie mal so günstig bewertet war. Scheint erstmal so, also interessant zu sein. Gucken wir in den fairen Wert rein. Das heißt, wir machen es noch ein bisschen genauer, auch hier auf Basis des bereinigten Gewinns. Erstmal out of the box im Durchschnitt der letzten 10 Jahre, den wir hier nehmen und dadurch damit das durchschnittliche KGV ausrechnen, was bei 28 läge, um Ausreißer hier eliminiert. Also das KGV von 70 zählt nicht hier rein in die Durchschnittsberechnung. Und dann hätten wir erstmal bis September 2026, krummes Geschäftsjahr, einen fairen Wert von knapp 134 US-Dollar. Jetzt müssen wir das, würde ich vorschlagen, ein bisschen nach unten korrigieren in die Schätzungen. Die sind auch schon nach unten korrigiert worden. Tatsächlich habe ich gesehen, die sind heute im Aktienfinder niedriger, deutlich niedriger als noch gestern, bevor Bekanntgabe der Zahlen. Also es geht wirklich ganz schnell. Ich gehe davon aber aus, dass in den nächsten Tagen noch ein bisschen niedriger gehen wird. Jetzt würde ich Folgendes machen. Ich würde erstmal sagen, dass die Starbucks-Aktie eh nur interessant ist für diejenigen, die glauben, dass das Gewinnwachstum sich wieder beschleunigt. Nehmen wir erstmal an. Und das ist auch das, was quasi hier abgebildet wird. Wir haben hier erstmal einen Seitwärtslauf und dann haben wir hier wieder eine Beschleunigung des Gewinnwachstums. Wer nicht der Meinung ist, der kann jetzt hier auch abschalten, weil für den ist es ja eh nicht interessant. Das nehmen wir jetzt erstmal für bare Münze auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir hier relativ hohe Bewertungen von 30er KGVs, auch der 28er, 30er hier, wo ich jetzt sage, was in die Durchschnittsberechnung reinfließt, wo ich jetzt sagen würde, vermutlich wird dieses KGV so schnell nicht mehr erreicht. Das würde ich jetzt erstmal nach unten korrigieren auf 25, womit wir immer noch deutlich über dem aktuellen KGV sind. Jetzt würde der faire Wert noch liegen bei 120 US-Dollar. Jetzt würde ich noch Folgendes machen. Wir haben hier den Prognosekorridor. Ich versuche mal ein bisschen konservativer zu machen, hier die pessimistische Prognose nehmen und dann lege der faire Wert hier bei 102 US-Dollar bzw. 103 US-Dollar knapp. Und jetzt würde ich mir die Renditeerwartung anzeigen lassen. Dann lege die bei jährlich 16,8% mit einem fairen Wert von 103 US-Dollar im Spätjahr 2026. Also dann hätte der Aktienkurs quasi jetzt knapp 2,5 Jahre Zeit, um wieder aufs Niveau zurückzukehren, wo die Aktie im Spätjahr 2023, also Ende November 2023, bereits war. Das impliziert natürlich hier, dass der Turnaround in Anführungszeichen, naja, ich will es nicht übertraumatisieren, Turnaround ist es ja eigentlich nicht, so tief ist die Krise nicht, aber dass das Gewinnwachstum dann wieder beschleunigen wird und wir dann wieder hier Gewinnwachstumsraten sehen können im zweistelligen Bereich, so um die 14%, während wir jetzt fürs laufende Geschäftsjahr hier noch von 3,7% ausgehen und beim Umsatz von 2,7%. Also ich vermute, es wird noch ganz leicht dann nach unten korrigiert werden in den laufenden Tagen. Also, wer an den Turnaround, jetzt habe ich gesagt, schon wieder Turnaround, wer an die Erfolgsstory Starbucks glaubt, für den ist die Aktie durchaus attraktiv. Jetzt wäre natürlich interessant, wie ist deine Meinung? Was hältst du von Starbucks? Ist das Geschäftsmodell Geschichte? Wird kein Mensch mehr in Zukunft so viel Geld für einen Kaffee ausgeben? Oder meinst du dann eher, ja, in ein, zwei Jahren ist die aktuelle, in Anführungszeichen, Krise bereits selbst kalter Kaffee, weil dann wieder ganz normal konsumiert werden wird? Würde mich freuen über einen Kommentar von dir. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.